Guten Morgen hier aus Lettland vom Fluss Gauja. Wir haben die erste Nacht gut verbracht hier am Fluss Gauja. Die Autos, wie ihr hört, sind schon munter dabei. Ja, was geil war, gestern Nacht, so gegen 10, 11 Uhr, haben Hirsche hier gerührt. Irgendwo von da hinten kam der Sound. Leider war das zu leise, um das richtig soundmäßig aufzunehmen. Deswegen, ja. Ich werde jetzt meine Morgenroutine machen, wieder mal Qigong. Hier im Sand am Fluss Gauja. Hammergeil. Okay, okay, wir müssen jetzt den Platz hier verlassen. Wir wollen viel weiter nach Westen von Lettland. Annette hat da einen super, super, super geilen Spot gefunden. Ich habe saugeile Drohnenaufnahmen gemacht von der Umgebung dahin. Der Fluss meandriert da so im Hintergrund, dann gibt es noch Altarmen und Tümpel, von wo auch das Hirschgeröre kam, schätze ich mal. Wir fahren jetzt los und ob wir jetzt irgendwo ankommen, bei irgendwas Coolem oder nicht, das werden wir dann später sehen. Okay, wir melden uns dann später wieder. Also ich muss schon sagen, Lettland ist bis jetzt das straßenmäßig unterentwickelte Land, das wir bis jetzt hatten. Also wir haben schon gedacht, Albanien wäre krass gewesen, aber wie? Du darfst das so nicht sagen, weil wenn du routest, versucht er immer dich über Riga zu routen, weil nur da oben wahrscheinlich geteerte Straßen sind, weil alles, was wir bis jetzt unten quasi an der Grenze schon zu Litauen lang gefahren sind, weil das Land ist ja relativ kurz, dafür breit. Alles, was da unten ist, gestern auch 20 Kilometer Schotterpiste, heute wieder 20 Kilometer Schotterpiste. Also da unten gibt es irgendwie kaum geteerte Straßen. Na, auf jeden Fall hat das Ganze etwas Abenteuerliches an sich. Also es nimmt kein Ende auf jeden Fall. Da ist eine Kreuzotter. Da. Wie schön. Und lebendig, nicht überfahren. Wie geil. Du musst aber von der Straße gehen. Ja, ja. Du musst da rüber. Ich schnapp mir jetzt erstmal mein Fotoapparat. Du passt auf, dass sie nicht abhaut. Vito lässt die Fahrertür offen und legt sich zum Fotografieren einfach auf die Gegenspur. Das erste Auto naht. Ich lasse es abbremsen. Der Fahrer wundert sich wohl, warum wir wegen einer Schlange so viel Aufhebens machen. So, der nächste und die Lastwagen. Boah, das war aber knapp. Wir werden eingestaubt. Die Kreuzotter bekommt einen Schreck. Jetzt aber Abmarsch mit der Schlange. Ja, die wird schon von alleine schaffen. Ja, aber weißt du, wie knapp das jetzt war? Und weißt du, wie knapp das hier für mich war, wie der Laster vorbeigerauscht ist? Ich habe gerade noch die Tür hier zugekriegt. So, sie haut jetzt ab. Richtung Straßenrand. Okay, die Schlange ist in Sicherheit. Wir sehen zu, dass wir jetzt hier abhauen. Wir fahren weiter. Der Staub ist allgegenwärtig. Wir werden ziemlich durchgerüttelt. Schon wieder Wellblech. Asphaltiert, aber nur für die Brücke hier. Nach 600 Metern rechts abbiegen. Gut. Okay, das führt schon mal nicht Richtung irgendeinen offensichtlichen Bauernhof oder sowas. Lassen wir uns mal überraschen. Auf jeden Fall ist es hier schon mal ziemlich urig. Wir fahren an Bauernhöfen vorbei. Das ist wohl dieses Kassiererhäuschen. Da ist auch jemand da. Da ist jemand auch da. Ja. Dann stellen wir uns erstmal irgendwo hin. Ne? Gut, gut. Wir sind anscheinend angekommen, wo auch immer jetzt genau. Sieht aber gut aus. Und jetzt klären wir mal die Lage. So sieht das hier also aus. Wir sind hier in dem Pape Nature Park, Naturpark. Hier soll es Przewalski-Pferde geben, Heckrinder, angeblich auch Wisente.
voll seltsam. Wir sind angekommen und der Typi, der in diesem Häuschen saß, ist gerade mit diesem Land Rover abgehauen. Da ist er. Also so werden die kein Geld verdienen. Hier gibt es jede Menge Vögel natürlich, weil das in der Nähe von der Ostsee ist und so ein Feuchtgebiet gibt es hier auch. Okay, hier gibt es Safety Guidelines, nur mit einem Guide. Auerochsen heißt es. Und die Pferde sind keine domestizierten Tiere, das heißt, sie werden sich dementsprechend verhalten. Keine Hunde in die Area. Also Märchen steckt schon da den Kopf durch. Märchen, was gibt's denn da? Was gibt's denn da? Hm? Was gibt's denn da? Gibt's lecker Essen, ne? Salami auf Beinen. Okay, dann sieht man schon mal, hier ist ein riesen Feuchtgebiet und Sumpf. Und hier ist die Ostsee. Und wenn man lustig ist, kann man hier auch zelten. Ich bin schon voll gespannt auf die Tiere. Ich habe gerade bei der Parkverwaltung angerufen. Also der Guide kommt morgen um 11 Uhr, voll geil. Und in der Zwischenzeit werde ich hier mit der dicken Bertha hier ein bisschen die Pferdchen von hier aus filmen. Weil die sind jetzt etwas näher gekommen. Und man kann hier auch am Zaun entlang so ein bisschen latschen. Und schon mal so ein bisschen erste Eindrücke sammeln. Märchen hat auch ihren Spaß anscheinend, ne? Ah, da gibt's was zu riechen, ne? Da ist die ganze Zeit was los bei denen. Wir bekommen die Wildpferde doch früher als erwartet zu Gesicht. Ja, du, ist ganz spannend hier, ne? Die machen Geräusche, ne? Die Herde nähert sich dem Zaun. Wir haben jetzt hier im Vordergrund hier die Pferde und da im Hintergrund die Auerochsen. Mit dem Fernglas kann ich sie noch besser beobachten. Die Pferde wirken ruhig, aber auch wild, ungezähmt, frei, stolz. Etwas, das uns Zivilisationsmenschen immer mehr abhanden kommt. Na, die misstrauen dem ganzen System ein bisschen. Mit wachen Sinnen nehmen sie ihre Umgebung wahr. Mittendrin. Hier haben wir den Wolf und hier haben wir die Pferdchen. Die trauen dem ganzen Braten nicht, obwohl sie eigentlich der Braten sind. Im Naturpark Pape können sich die wilden Tiere relativ frei entfalten. Die riesigen Feuchtgebiete profitieren ebenfalls von der Aktivität der großen Pflanzenfresser. Sie wirken der Verlandung entgegen. Hier ist unser Stellplatz am Parkeingang. Wir gehen jetzt gleich in den Pape Nationalpark. Mit dem Ranger. Sonntag noch drei Familien. Mit dem Feldschein. Da war alles. Jan, der Ranger und Begründer des Naturparks, führt uns durch den Lebensraum der Wildpferde und der Auerochsen. Er erzählt uns viel über die Entstehungsgeschichte des Parks und seine Ökologie. Diese auch. Aber das war die Hengst, die für 4 Jahre noch die Leitposition in dieser Herde hatte. Mit den dunklen Mähnen und ein Ohr. Mhm. Ah ja, ich glaube Öhrchen. Ja, das linke Ohr. Sein linke Ohr hat er verletzt, hat ein Trauma bekommen in die Zeit, dass er Leithengst war.
Im Kampf? Kann er nicht mehr im Kampf. Ja. Ah, ja. Die meist bedeutende Einheit ist auch das Herz von der Herde. So die primäre Einheit steht noch mittendrin und die sekundäre Einheiten, die stehen manchmal etwas weiter davon. Zwei Hengste tragen einen Disput nach Männerart aus. So, jetzt kommen sie wieder zurück. Was mussten die jetzt erklären? Ey, komm, gehen wir raus. Das ist ein ganz kleines. Guck mal, wie ein großes Verschiedchen. Das ist. Die haben eine riesen dicke Haut. Und wenn die Wölfen nicht dabei, nicht damit anfangen, dann kommen die kleineren Tiere manchmal nicht da durch. Aber viel Fraß kann auch durchkommen, ne? Viel Fraß. Ja, aber die haben die hier nicht. Nicht? Nein, das ist noch etwas zu südlich. Das ist ein Vielfraß. Okay, Annette hat das bisschen von der Straße weggezogen, dass er nicht so zermanscht wird. Ich würde die zu gerne mal live sehen. So, halt lebendig. Ah, Mara darf jetzt ein bisschen dran riechen, zum Trainieren. Mara, Vielfraß, Vielfraß. Echt schade, das ist bestimmt vor kurzem passiert, der war richtig frisch noch. Doch, wir werden eines Besseren belehrt. Ja. Ein Waschbärhund. Ein Waschbärhund? Darauf werden wir nie gekommen. Nee, sowas, ich wusste nicht mal, dass sowas existiert. Ja, den gibt es hier viel. Wo kommen die her, wenn sie invasiv sind? In Japan. Ah, wieder was gelernt. Ein, zwei, drei Jahre nur. Okay. Woran sieht man das? Jetzt ist das die zweite und dann das die dritte. Aha. Ah, dieses helle hier, ja? Die ist nicht zu sehen, die erste sieht man manchmal nicht. Ach so, okay. Deswegen. Hier haben wir ein Horn von diesem Auerochsen. Das nehmen wir mit für den Dirk. Der wird sich freuen. Dirk, das ist für dich. Zum Leben gehört auch der Tod. In der Natur wird jeder früher oder später damit konfrontiert. So, das ist abgebissen. Ist abgebissen. Das muss doch so stark sein, wie ein Hund. Das wird jetzt spannend. Eine Herde Auerochsen kommt fast direkt auf uns zugelaufen. Auch die Kleinen laufen schon stramm mit. Wir sind zwischen die Bäume ausgewichen. Das ist jetzt mal eine Überraschung. Was ist denn da? Da kommen noch mehr. Die Vorhut ruft laut die Nachzügler. Einige sind recht gemütlich unterwegs. Riesenherde. Das war eine Vorführung. Hammer. Wie auf Bestellung, ne? Hammer, wie auf Bestellung. Erst der erste Teil und dann für die, die es dann noch nicht gerafft haben zu filmen, nochmal der zweite Teil. Wahnsinn, sind die toll. So schön. Okay, unsere Tour ist jetzt weitestgehend zu Ende. Wir sind gleich am Ausgang. Das war faszinierend, vor allem so nah bei den Auerochsen auch zu sein. Auch bei den Pferden und wie sie dann einen angucken. Wie auf einmal eine Herde Auerochsen auf dich zugaloppiert. Ja. Hammer. Leute, wenn ihr hier hinkommt, fragt nach Jan. Auf Deutsch, auf Friesisch, auf Holländisch, auf Englisch, richtig? Ja. Und natürlich Lettisch. Auf Lettisch natürlich, klar. Ende